Hallo, 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 weiter geht es mit Clash Royale. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part hier auf diesem wunderbaren Kanal. Und heute habe ich was Geiles mitgebracht und zwar ein richtig legendäres Oldschool-Deck. Und zwar eine ganz bestimmte Kombination. Wir haben es gespielt vor 50, 60, 70 Tagen, keine Ahnung. Da war ich erst Arena 5, 6, wie auch immer und es war einfach nur richtig spaßig. Es ist eine ganz bestimmte krasse Kombination und diese Kombination kostet wirklich 10 verdammte Elixier. Wir schauen kurz gleich drauf, was es ist, Leute. Ihr kennt es bestimmt schon. Nein, es ist kein Golem-Deck, weil es ist die Combo. Die Combo, die viele benutzt haben, die viele wirklich auch mich persönlich angeschrieben haben und gemeint haben, Lars, das Deck ist cool, ich habe damit so und so viele Pokale gemacht, was ich total cool fand auf jeden Fall. Und jetzt werden wir es wieder spielen. Ob ich es noch kann, ich weiß nicht. Ich habe es ein bisschen abgeändert, aber ich will gar nicht so viel rumquatschen. Und zwar dieses wunderbare Deck. Hier ist es. Hier ist es. Seht ihr es? Es ist der Prinz und der Loon mit der wunderbaren Tesla-Spule zusammen. Die Tesla wurde gebufft von HP her, von daher ist sie ganz geil. Leute, guckt euch mal dieses geile Deck an. Ich habe zwei Legendaries mit reingenommen, natürlich jetzt etwas abgeändert. Früher war, glaube ich, nicht der Drache drin, irgendwas anderes. Oder war der Drache doch drin? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber wir hatten auf jeden Fall keine zwei Legendaries. Aber jetzt spielen wir hier mit. Jetzt spielen wir hier mit. Oh mein Gott, meine Damen und Herren, ich präsentiere den 10 Elixier-Bums. Oh, es ist so geil. Prinz plus Loon gleich Aua. Gleich Tower, RIP, bis zum geht nicht mehr. Kaputt, ist vorbei, alles abgerissen. Tschüss, auf Wiedersehen, bis bald. Ich bin gespannt, was Deck noch funktioniert mit dem Sepp dazu. Ich habe damals schon den Sepp benutzt und alle meinten, na, der Sepp ist total scheiße. Jetzt spielt ihn jeder. Der Sepp, der Knall in der Hose, er wird komplett von jedem gespielt. Jetzt bin ich auch dabei. Ich überlege nur gerade, ob ich den Drachen mitnehme oder lieber eine Walnuss, was da an dieser Stelle besser ist. Aber ich glaube, ich lasse den Drachen. Obwohl die Walnuss vielleicht ein bisschen stärker ist gegen Barbaren allgemein. Wir haben nur 3,5er Durchschnitt Elixierkosten, aber dafür keine Pumpe. Scheiß auf Pumpen. Pumpen brauchst du nicht, ist mir wurscht. Wir spielen das jetzt so und werden auf jeden Fall so jeden hart wegrasieren. Gegen den Strich mit Benzin, Amanakui, wie sich das gehört, Leute. Lasst uns die Sahne komplett durch den Raum spritzen und danach auflecken. Was? Nee, komm, lasst uns Gas geben. Komm, Gegner suchen, ich will kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich will meine Kombo ausprobieren. Kombo ist ganz einfach. 10 Elixier zusammensparen, 3 Karten auf der Hand haben, Sepp, Balloon und Prinz und go. So ist der Plan, so muss es klappen und so wird es auch funktionieren. Haha, sehr schön, mein Freund. Ich grüße dich. Viel Glück. Er kommt gleich mit einem wunderbaren Königsriesen angelaufen. Ich droppe den Eismagier Level Nummer 3. Yay, Freeze Mage. Eismagier, yeah. Level 3 Legendary ist das einzige, was ich besitze. Yo. Sehr schön. Er hat gerne noch die Spule am Start. Die Tesla-Lehre. Da ist er, wunderbar. Sehr schön. Er droppt natürlich hier einen jungen Magier hinterher. Magier, aha. Magier mit Königsriese. Selten gesehen. Einen Magier, Leute. Ich sehe gerade einen Magier. Oh gut, wir sind auf, sage ich mal, nur 3200 Pokale, da kann es halt vorkommen, dass ein Magier kommt. Soll das nicht böse klingen oder so? Komm, Leute. Die Combo kommt. Die Combo kommt! Sie kommt! Der Sepp ist dabei! Okay, okay, die Barbaren machen natürlich jetzt hier meinen Prinzen kaputt, ist okay. Aber der Loon ist da. Der Loon ist da. Komm, noch ein Hitwerb. Oh, 700 HP nur auf der Tower. 700 HP. Da helfen die Barbaren nicht alleine. Weil noch ein Loon dabei ist. Ist so eine böse Kombination, weil du einfach über Luft kommst und einfach über den Boden. Luft und Boden. So böse. Droppt er einfach hier so eine Scheiße rein. Miau. Miau, hör doch auf mit dem Scheiß. Hör auf. Oh Gott, der Königsriese hält so viel aus. Hält so viel aus. Oh, der Tower könnte down sein. Oh, mein Freeze Mage. Oh Gott, das ist so slow alles. Es ist so langsam. Egal. Ein bisschen Damage bekommen ist okay. Wir laufen gleich von rechts an mit der Kombination. Wir sind gleich wieder auf der Hand. Ich bin gespannt, was er da macht. Er wird eh wieder Barbaren droppen. Er droppt ein Mage von dort. Alles gleich. Jetzt kommt unsere Combo. YOLO! Jenkins Combo! Kommt die Barbaren, okay? LOL! Bitte was? Ja, switcht einfach das Target. So ein Drecksack. Okay, okay, okay. Prinzessin von hier ist okay. Alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. Die kommt wieder angelaufen. Mit der Combo. Go, go, go. Power Ranger. Er hat gerade nichts auf der Hand. Er zappt nur rein. Okay, okay, okay. Mein Tower ist weg, leider. Sein Tower ist auch weg, weil der Loon durch ist. Sehr interessant, sehr interessant, sehr interessant.
Okay, okay, okay. Wir droppen hier wieder die Prinzessin. Brauchen wir gegen die ganze Lakaien-Scheiße hier, die angeflogen kommt, die Horde. Der Feuerball war eigentlich nicht ganz so klug von ihm. Da kommt unsere Combo wieder. Oh oh. Oh oh, wir droppen den Eismagier, um das Ganze zu verlangsamen. Ich glaube, er ist schneller, oder? Jo! Ja, bitteschön. Wir waren schneller. Ach, war nicht das. Wo war das denn, Lucky? Wo war das denn, Lucky? Das war noch niemals Lucky. Das war so geplant. Ich wollte es. Und zwar genauso. Ich wusste, dass ich mit dem Eismagier und mit dem Freeze schneller bin wie er. Mit dem Tower kaputt machen. Das war so geplant. Ups, abbrechen. Fuck, jetzt ist es schon ein Kampf. Alter, wie schnell mein Gegner findet dieses Spiel? Unfassbar. Egal. Alter Schwede. Das war gerade etwas, doch, man nennt man es Lucky? Nein, das war Skill. Leute, ich wollte es nur spannend machen. Komme ich damit bei TV Royale rein? Ich habe immer solche Kämpfe, ich bin nie da drin. Obwohl, ich war immer drin, ihr meinte das halt in den Kommentaren, ich habe es aber nicht gesehen. Naja. Habt ihr was dagegen jetzt? Eine Kanone, wirklich? Boah. Egal, der Freeze-Match räumt auf und der Prinz ist durch. Yay! Prinzi-Boy, gönn dir, mein Freund, du bist 5. Oh, das ist ein Tower. Oh, doch nicht. Alter. Was ist denn los mit dir? Mit Tunnelgräber. Das Tunnelgräber-Asi-Deck. Wir kennen es noch. Aber mein Drache kommt jetzt. Guck, mein Drache. Ich hab gehört, der Drache kürzt sich jetzt. Der hat Bock auf deinen Tower. Der schmeckt ziemlich gut. Nam, 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 nam. Mm, ich esse einen Tower. Ich bin Drache. Viel Glück. Jetzt wird er auch noch böse. Jetzt wird er auch noch böse. Das sehe ich ja gar nicht gerne. Dass man hier noch böse wird. Das kann ich ja gar nicht verstehen. Wie kann man denn böse werden? Das ist natürlich eklig. Yo! Bro, jetzt bist du auch noch böse. Warum bist du denn böse? Kann ich jetzt hier nicht nachvollziehen. Jetzt gibt er auf, oder was? Wow. Boah, ist der böse. Wie kann man... Krass. Wie kann man denn so abgehen? Wie kann man denn so abgehen? Gutes Spiel. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Sorry, wie kann man denn so böse werden? Es tut mir leid, aber ich glaube, er rastet gerade völlig aus. Er ist, ich glaube, gerade ist irgendwo ein Sack Reis umgefallen, weil mich das so interessiert. Nee, es weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber naja, wenn man es halt möchte und gerne böse wird, dann wird man halt böse. Jetzt habe ich keine Truhe bekommen, verdammte Scheiße. Hab dich aber 3-0 weggesnackt. Demütigung. Demütigung mit dem Deck des Demütigungstodes, was? So, wir werden mal kurz hier öffnen. Das haben wir hier, Goldofen, der Ofen und die Lakaien. Wir können noch was öffnen hier, damit wir uns ein paar Truhen zusammensparen. Die Sperrgoblin als Gleichchen, die können wir drauflegen und weiter geht's. Oh, fuck, die Kronentruhe muss ich noch öffnen. Jetzt habe ich wieder Kronen verschwendet, weil ich ja eh immer gewinne. Kennt mich ja, gar kein Ding für den King. So, was haben wir denn hier? Mister, ich trete dir ins Gesicht. Alles klar, komm her, Junge. Ich habe deine Combo. Ich habe keinen Sepp am Start, scheißegal. Die Combo kommt. Die Combo kommt! Das waren 10 Elixier. Okay, okay. Er hat Inferno als Lächeln. Das ist natürlich doof. Das ist sehr doof. Das ist sehr, sehr doof. Aber ist okay. Können wir machen. Ist alles okay. Alles legitim. Kann man machen. Ist okay. Ist okay. Eine Walnuss ist auch okay. Mini-Packer ist auch okay. Mit einem Wutzauber. Ja, komm doch her, Junge. Übertreib mal bitte nicht. Du musst doch nicht gleich übertreiben, nur weil du einen Wutzauber hast, oder was? Mann, Mann, Mann. Ist ja gleich am Übertreiben. Ich trau meine Prinzessin da, ja? Mal versuchen, ob ich den irgendwie zu... irgendwie verteidigt bekomme. Oh! Oh, siehste? Siehste? Okay. Walnuss war natürlich jetzt klug von ihm gesetzt. Sehr gut zwischen meinem Prinzen und meiner... Prinzessin. Zwischen Prinz und Prinzessin. Hahaha. Warum kann die Prinzessin nicht auf den Prinzen reiten? Was? Ist vorbei. Ist okay. Entschuldigung. Hört sich sehr pervers an. So, wir kommen gleich wieder. Wir könnten mit dem Loon kommen, wenn wir Bock haben. Wie wär's denn mit Loon plus Drache? Was machst du da? Okay. Ist okay. Kann passieren. Der Ritter ist hier am Start. Level Nummer 11. Sieht man auch sehr selten, diesen verdammten Ritter. Und er überlebt, ne? Beziehungsweise sie überlebt. Na klar, überlebt sie.
Manometer. Sehr schön, sie ist down, die junge Dame. Mann, das so um wieder mit Wut. Komm doch her, Junge. Komm doch her mit dem scheiß Wut. Fuck, die Kumpel waren, glaube ich, nicht so schlau. Na, Mist. Wir verteidigen ihn wieder mit dem Eismagier. Das sollte passen. Schön Tesla vorballern. Schöne Prinzessin von hier. Er baut gerade schon ein bisschen Druck auf von der Seite. Gefällt mir nicht. Einmal reinseppen, das war ein geiler Sepp. Alter Schwede, der Sepp hat richtig was gerissen. Und er geht wieder auf meinen ganzen Scheiß hier. So, er wird sicherlich ein... Er droppt jetzt komplett alles von der Seite. Oh oh. Oh oh. Das war mein Tower, oder? Er hat schneller war der Mini-Bäcker an. Geh doch weg mit dem Mini-Bäcker. Oh shit, wir hatten echt Probleme. Fuck, und mit dem Inferno. Wir sind nicht einmal durchgekommen und wurden komplett von ihnen auf der rechten Seite festgenagelt. Ich hätte vielleicht den einen Tower aufgeben sollen und hätte dann von links wirklich krass mit der Combo ankommen, aber dann hätte der Inferno halt alles weggemacht. Also, der Counter von diesem Deck, 10 Elixier-Drop auf einer Seite, ist ein Inferno. Der Inferno macht komplett beides weg. Was ein bisschen blöd ist. Egal, Kronentruhe mal kurz gönnen. Was haben wir drin? Vielleicht mal wieder Legendary. Hatte ich schon sehr lange nicht. Bitte, liebes Spiel. Okay, eine Barbarenhütte. Naja, besser wenigstens. Weiter geht's, Leute. Lasst uns das Deck weiter hier ausschnuppern. Ob da noch irgendwas geht. Ich bin gespannt. Der Ali ist am Start. Ali, grüß dich, mein Freund. Was geht ab? Level 11er. Alles Klärchen. Jetzt geht's richtig los hier. Jetzt wird richtig losgedrückt. Eine Dreier-Prinzessin. Ich habe auch einen Dreier. Ein flotter Dreier ist immer geil. Alles klar. Jetzt geht's richtig los. Ich droppe mal einen Prinzen, um Damage zu machen. Zwölfer. Zwölfer Königsriese. Jetzt brauche ich einen Drachen von rechts. Er droppt eine Elferkanone für meinen wunderbaren Freund. Okay, er zappt. Ich brauche nicht zappen. Bekomme wohl ein bisschen Damage von den jungen Freunden hier, von den Elferbarbaren. Alter, die machen den Tower fast auf 50%, weil sie Level 11 sind. Ja, läuft bei denen! Oh mein Gott. Willst du mich verarschen? Mein Drache ist durch. Der darf auch ein bisschen Damage machen. Ist okay. Alles klar. Er wird ihn aber nicht auf 50% drücken. Mein kleiner Drache. Ich will mal einen großen Drachen hier sehen. Warte mal kurz. Ich bin jetzt unter Magier hier. Wirklich? So, hier gegönnt. Unser Tower rechts auf 50%. Läuft. Okay. Jetzt können wir gleich mit der Kombination des Todes kommen. Und zwar von rechts, würde ich sagen. Von rechts. Weil er wird rechts nicht anlaufen, weil da die Tesla-Spule ist. Deswegen kommen wir jetzt. Ja, auch kein Zap erfahren. Scheißegal. Jetzt geht's los. Jetzt kommen wir. Jetzt geht's los. Go, go, Power Ranger. Ja, mein Prinz ist durch. Zur Spende die Kanone gesetzt. Wenn jetzt ein Zap wäre, wäre sogar ein Tower. Reicht das? Los, nein, ja, ich werf einmal ein Bro, yo, yo. Egal. Oh, ein Schweinchen auch noch. Schweinchen, verpiss dich. Dankeschön. Verdammte Axt. Nein, mein Tower ist weg. Nein, er schießt nur einmal, es reicht, oder? Was der vierten... Du schießt! Oh, er hat einmal geschossen! Miau! 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 Die Barbaren! Das ist eigentlich ganz cool, dass die Barbaren da sind. Die kann man sich gönnen. Mit Trinity kann er kommen. Oh, wir kommen nicht mehr durch, glaube ich. Ich glaube, wir kommen nicht mehr durch. Das war's. Das war's leider. Oh Gott, no. Warum? Der Prinz! Der Prinz! Prinz! Du Gott! Gott! Nein, bist du langsam! Fuck. 300. 384 HP, es reicht nicht mehr. Fuck! Der Ali hat uns weggedrückt, Level 11er. Mist! Das Deck hat Potenzial, es ist aber schwierig. Es ist auf jeden Fall schwierig zu spielen. Das muss man sagen. Hei, 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 hei.
Oh, wir verlieren mehr, wie wir gewinnen. Das gefällt mir nicht. Egal, muss weiter gespielt werden. Ich darf nicht aufgeben. Neue Decks müssen öfters gespielt werden, um reinzukommen. So, wir haben bei hier einen Neuner, alles klar. Den snacken wir. Den snacken wir kurz. Das ist gar kein Ding für den King. So ist das easy. So. Ich habe gerade die Kombo nicht auf Wand. Ich spiele mal eine Prinzessin. Er geht los. Pumpen, Level 6er Pumpe. Hat nicht ganz so viele Muckis, sehe ich sofort. Hat nur eine 6er Pumpe, das ist okay. Wir haben die Kombo auf der Hand. Los geht's! Baban, alles klar. Gefällt mir. Er wirft halt nur einmal. Nur einmal geworfen. Nur einmal geworfen. Da war die Lakaienhorde. Lakaienhorde plus Baban. Da muss er sehr viel opfern. Aber trotzdem, er hat so viel Elixier geopfert. Wir natürlich auch, aber sein Tower ist auf 50% gefallen. Auf 50 fucking Prozent. Wie geil ist das denn bitte? Das ist ein richtig geiler Dorsch. Mann, Mann, Mann. Das ist cool. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Er droppt alles. Egal. Wir sind hier gut am Start. Wir schaffen das. Wir packen das. Das sieht alles gut aus. Das sieht echt alles gut aus. Oh, das sieht gut aus, Leute. Das ist schön verteidigt von der Seite. Gleich kommt unsere Combo-Wombo wieder. Geil. Gleich kommt sie von links, mein Freund. Ich warte nur kurz auf 10 Elixier und dann wird losgespritzt. Da muss er eine Walnuss droppen und ich komme jetzt mit Wombo-Combo! Er wirft noch einmal. Geil! Sehr schön. 326 HP hat sein Tower. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mein Tower geht sogar 50% auf der linken Seite. Interessant, interessant, interessant. Egal. Wir gehen jetzt wieder verteidigen. Wir warten. Wir warten und gehen verteidigen. So, wie sich das gehört. Okay. Wenn das so ist. Fuck. Na gut, wenn du keinen Bock hast, dann mache ich es halt mal so. Dann nehme ich halt den Tower. Oh Gott, hier ist gerade eine Fliege reingeflogen. Oh no! Ich bin angegriffen von komischen Fliegen. Die Fliege lenkt mich ab. Das ist die Killerfliege. Nein, nein, hier wieder reingesappt. Da kommt noch der Loon, der gönnt sich noch den zweiten Tower. Wie der Bock hat gerade, ja, der gönnt sich noch den zweiten. So, Tower Nummer 2, Dankeschön. Willkommen im Club. Das Deck kann doch was. Das Deck kann doch was. Aber nur gegen Neuner. Nein, auch gegen Zehner. Aber man muss es halt stark spielen. Das ist wieder nichts. Man muss es stark spielen. Mit der Wombo-Kombo sind wir manchmal durchgekommen. Aber nur manchmal. Er hat gewartet, dass wir es wieder rausdrücken. Aber diesmal hat der Lars das ganz klug gespielt. Trotzdem verliere ich mehr Pokale, wie ich gewinne. Egal, das Deck ist trotzdem lustig. Weiter geht's, Leute. Noch ein Match. Hier kommt ein Zehner. Der ist aber drin. Der ist aber drin. Ich glaube, hier an das Herz der Karten, diesen Kollegen können wir hart vergnusfäckeln. So. Mit einem Eismager von hinten, immer sehr geil. Komm hier raus, Mage. Sehr geil. Bap, da ist er. Richtig geil. Nein, nein. Nicht mit mir, mein Freundchen. So ein bisschen Kleinzeug. Oh Gott, das ist immer noch so stark. Nicht reinzappen. Ja. Sehr gut. Ein bisschen Damage hat er gemacht. Trotzdem haben wir jetzt auch ein bisschen Damage auf beiden Towern. Das sieht doch ganz, ganz geil aus. Ja, ist okay. Ist okay. Kann man machen. Ist legitim. Ist alles in Ordnung. Und gleich kommen wir mit der Wombo-Kombo. Wir haben sie auf der Hand von rechts auf von links. Oh, fuck. Lol. Kann sie doch noch nicht droppen. Der Mini-Packer. Oh Gott, hat der Damage gemacht. Das war böse. Das war ein Rush von links in meinen Tower. In mein Gesicht. Jetzt kommt wir aber. Bitte keine Lakaienhorde. Bitte keine Lakaienhorde. Bitte kein Tower. Bitte nichts. Oh. Mach kaputt den Scheiß. Ja. Oh. Wo hat denn der Loon so viel verloren? Durch die drei Boys hier oder was? Eieieiei. Fuck my life. Diese drei Lakaien haben 10 Elixier gecountert. Läuft. Ja gut, die Kanone auch noch. Mist. 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 Ich hab nicht durch. Fuck.
Oh, oh. Tschüss, Tower. Ich hab dich so geliebt, Tower. Du warst so geil. Du warst so schön. Du warst mein bester Freund und mein einziger Freund, Tower. Jetzt bist du tot. Warum nur Tower? Wieso? Wieso, Tower? Wieso bloß? Ich habe dich so sehr geliebt. Und dann passiert so etwas. Okay, Gifty. Ach, fuck my life. Ich komm nicht durch. Fuck my fucking life. Okay, okay. Mein Prinz kommt nicht durch. Fuck! Wir verlieren gegen jeden Zehner. Oh Gott, wieso? Er droppt einfach noch eine Kanone. Fuck! Überlebt sie einen Hit? Ja. Ja, doch nicht. Egal. Fuck. Egal, Leute. Ich hab's wieder nicht gepackt. Ich bin wieder scheiße. Ich weiß nicht, das Deck ist total lustig. Ich liebe es einfach nur. Es macht super viel Spaß, aber... Die Resultate sind halt nicht so gut. Weiß ich nicht. Ob ich vielleicht was falsch mache, vielleicht sollte ich lieber den Drachen mit rausnehmen und dafür was Offensives reinnehmen. Vielleicht sogar den Mini-Packer dafür. Dann läuft es ein bisschen besser, weil der Mini-Packer echt gegen zum Beispiel Königsriese und so weiter sehr, sehr viel wirklich Damage macht. Der Packer ist einfach eine Damage-Maschine. Eine pure Damage-Maschine. Und mit Mini-Packer plus den Kobolden kann man auch offensiv auf den Tower schnell drauf rushen. Mit den Überraschungsmomenten nochmal sich kurz den Tower gönnen. So wie er es gemacht hat von links. Das kann man machen. Oder vielleicht sogar die Barbaren mit reinnehmen. Barbaren zur Verteidigung wäre auch eine Möglichkeit. Die 10er-Barbaren. Könnt ihr mit reinnehmen hier für den ganzen Scheiß, für Mini-Packer und den ganzen Rotz. Wäre auch eine Möglichkeit. Vielleicht sogar besser. Ich glaube, so kann man das echt besser spielen. Egal, müssen wir beim nächsten Mal testen. Ich werde das Deck auf jeden Fall mal so im Hinterauge behalten. Ich werde es auch mir abspeichern und einfach mal ein bisschen mehr spielen. Vielleicht dann kriegen wir es etwas besser hin. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich freuen über ein Däumchen nach oben. Ihr seid wie immer ein Haufen Super Nicer Boys. Reingehauen, bis zum nächsten Mal und tschüssi.